So, jetzt nochmal Halli und Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play oder Stream, Schrägstrich Let's Play Fable Anniversary mit mir, dem Punkt und dem Chat, der ab und zu mal ein bisschen dazu zugucken wird, den ich auch mal ein bisschen vorlesen werde. Damit es aber nicht ganz aus dem Zusammenhang ist, werde ich auch mit den Namen vorlesen. Von demjenigen, der es geschrieben hat. Das Spiel ist leider ziemlich schlecht programmiert, deswegen wird es wahrscheinlich ab und zu mal zu einem kleinen Frame Drops kommen. Die Leute, die jetzt schon dabei sind, haben das jetzt schon ein zweites Mal gehört. Nur noch mal so als kleine Info. So, Schwierigkeitsgrad wählen. Feiges Huhn. Ach komm, wir machen heldenhafter feiges Huhn. Die wahre Prüfung für echte Helden. Nicht genug damit, dass es im Spiel keine Wiederbelebungsfiolen gibt. Nein, die Gegner sind viel stärker und Gesundheitsränke seltener. Held, eure Gesundheit wird sehr oft sehr niedrig sein. Ich bin ein feiges Huhn. Ich kenne das Spiel noch von damals. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Grafik sieht da eigentlich relativ, also ich finde, die sieht hier relativ gut aus. Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was, du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Spreche mit Personen, die auf eurer Karte einen grünen Punkt haben. Ich bin aber nicht grün. Sie haben etwas Interessantes zu sagen und leuchten grün, wenn ihr euch nähert. Drückt Tabulator. Ja, warum auch immer jetzt schon wieder. Ich spiele eigentlich mit Gamepad. Jetzt haben wir irgendwie die Maussteuerung drin. Ne? Und ich kann es nicht mit Gamepad weitermachen. Das heißt, wir wechseln zur Tastatur. So, und oh Gott, ist das mit Maus komisch. Also. Hühnerschreck. Moment, ist das hier? Ich hab Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ach so, ich muss weiterklicken. Ihre und ich Das darf läuft sie automatisch nicht weiter. Hilfe, bitte. So, mal kurz. Ah, Koji ist auch schon da, nochmal im Chat nochmal lesen. Das Intro müsste eigentlich gleich sein Drachenherz, es ist nur halt optimierter. So. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Wir müssen mal gucken, ob wir böse sind oder gut sind. Ich glaube, ich bin aber sowieso immer der Gute, weil ich nicht böse sein kann. Wenn ich etwas über dein gutes Benehmen höre, gebe ich dir Geld für das Geburtstagsgeschenk deiner Schwester. Oh, zu gütig. Zu gütig. Wir könnten natürlich auch einfach reingehen und ihm, glaube ich, das Geld klauen. Wie läuft man denn? Ach, Shift wechselt man um. Da ist Schlagen. Ah, auf Rechtsklick läuft man ein bisschen. So, mit Gamepad wäre es mir wesentlich angenehmer. Aber ich habe auch nochmal eine kleine Veränderung in der Indie vorgenommen, weil das ist nämlich komischerweise auch. Dieses Spiel ist technisch einfach grauenhaft. Dass wenn man es mit der Maus spielt, es ruckelt und leckt, dass diese Mausabfrage einfach nicht optimiert ist. Hallo, kleiner Bruder. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Hey, Lose, und willkommen wieder hier im Stream. Schrägstrich Let's Play auf YouTube nachher. Flachwitze. Ich und Flachwitze. Niemals.
Die Mausoptimierung, also das mit der Maus ist leider auch ein bisschen schlecht. Da musste man den da... Achte die Gesetze, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ja, natürlich ist das gut für mich. Musste man in der Input-Ini nochmal eine kleine Zeile hinzufügen. Ich musste noch das alles nachsuchen, im Internet suchen. Du wirst deinem Vater im Handumdrehen helfen. Na, winkt sogar. Benimm dich, sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Oakvale ist ja so langweilig. Ja, aber sowas für langweilig. Ha, Händler. Hallo Junge, ich bin Händler. Sperrt. Zieh herum und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Ja, woher weiß der das bloß? Eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Sie erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. 3 Goldstücke? Oh mein Gott. Das ist so billig. Das muss ich kaufen. Scheint euer Beutel etwas leer zu sein, junger Herr. Ich will doch nur 3 Goldmünzen. Vergiss nicht, dein Vater gibt dir Geld, wenn er gute Neuigkeiten über dich hört. Aber irgendjemand muss man ja auch Geld geben, wenn ich was Schlechtes tue, oder? Kauft Waren! Aber ich werde sowieso wahrscheinlich wieder auf die gute Schiene hinauslaufen. So, die erste Mission war, glaube ich, hier. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die 2 Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang. Natürlich, natürlich. Ist das jetzt die erste Gelegenheit, Böses zu tun? Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell, zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Diese Stimme von diesem Jungen, ey. Dass du keine Angst hast, falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Die macht mich aggressiv, ich muss ein paar Fässer kaputt machen. Wir zerdeppern was. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Hühner zerdeppern. Ich mag das. Das Hühnervergewaltigungsspiel. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Wir müssen jetzt eigentlich nur rumstehen und warten, bis die Zeit abläuft. Los, oder reingehen und die Fässer zerstören. Bis er wiederkommt. Ja, wie langweilig. Du bist ja so ein Langweiler. Langweiler. Kratz, kratz. Also im Gegensatz zur alten Grafik. Dann tue eben deine dummen guten Taten. Ja, das tue ich auch. Im Gegensatz zur alten Grafik sieht das Spiel richtig schön aus. Ich mir überlege, dass das alte Spiel 3 CDs hatte. Boah, das waren noch Zeiten. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Bitte doch, bitte doch. Ich sag deinem Papst, was für ein toller Wächter du bist. Ihr habt eure erste gute Tat verbracht. Vergesst nicht, mit eurem Vater zu sprechen, um eure Belohnung zu erhalten. Kann ich ihn schlagen? Ich kann ihn nicht schlagen. Schade. Wenn wir irgendwas zerdeppern wollen, dann zerdeppern wir eben den Jungen. Und bitte komm auch hin. Bitte such meinen Teddy Rose. Ach, das hatten wir ja schon. Teddy Rosie. Ah ja, ich weiß noch, wo es die 3. Mission gab. Hinterm Haus. Da konnte man jemanden verpfeifen. Blöder kleiner Idiot. Was ist hier los? Was willst du? Ich hab gerade mit diesem Nervbolzen zu tun. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle heiß. Was ist? Achso, wir müssen mit dem Jungen reden. Holt ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als er. Aber du siehst kräftig aus. Ich wette, du könntest ihn endgültig verjagen. Ihr könnt Charaktere nur dann angreifen, wenn sie rot markiert sind. Aha, also hätten wir den kleinen Jungen auch nicht angreifen können. Verdammt. Um einen nicht feindlichen Charakter anzugreifen, müsst ihr ihn durch Drücken von Leertaste fixieren und dann... Achso, mit Leertaste fixiert man. Ah. Hey du, feindselig! Und das Blut spritzt! Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr. Wir sind eigentlich kleiner als er. Und da läuft dann die Holzsoße. Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie, bei dir ist sie sicher.
Jetzt können wir den Kopf abreißen. Ja, yeah. Und das Coole ist, jeder Gegenstand hat immer so eine kleine Info. Ein Kinderspielzeug, so süß, dass man das einem übel werden könnte. Ja, so süß, kriegt man Diabetes. Habt eine gute Tat vollbracht? Vergesst nicht euren Vater. Ja, ja, ja. Wir sind gute Kinder. Also wir sind, wow. Ja. 1A. Wo ist denn das kleine Kind nochmal? Das war doch hier. Und wir könnten den kleinen Jünger jetzt mal anvisieren und dann schlagen. Du hast Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Komm, Rosie. Wir wechseln deine Füllung. Noch eine gute Tat. So, wo und da? Irgendwo versteckten Winkel. Ich glaube, das war wirklich hinter irgendeinem Haus, konnte man einen Fremdgeher verpfeifen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. So ein bisschen was habe ich mir noch beibehalten. Ah, so schön. Das ist diese Erinnerung, die immer wieder ein bisschen hochkommt von dem Spiel. Da unten war der Felsen mit unserer Schwester. Oder Grabhügel. Und eine Brücke. Also hier ist ein kleines Dorf. Verdammt. Da kann man aber nicht anvisieren. Brom. War Brom der Vater? Ich hab keine Ahnung. Und wenn deine Frau uns findet? Mach dir wegen meiner Frau keine Sorgen. Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Ja, ja, rumknutschen und dann verweigern. Ja, ja, ja. Oder verdingen sie. Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Krieg Geld. Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Männlich. Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Nimm sein Bestechungsgeld und begib eine böse Tat. Obacht, Gerüchte machen in Oakwell schnell die Runde. Sag meiner Frau nichts davon. Sie darf das nie erfahren. Oh, komm her, kleines Vögelchen. Kleines Vögelchen, oh Gott, da wird er mir schlecht. So, wer ist denn seine Frau? Du bist ein guter Kerl. Ach, Ida, das muss seine Frau sein. Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Steckt hinter dem Haus und begattet jemand an. Dass mir das auch mindestens bei jedem Let's Play einmal passieren muss. Oder bei jedem Stream. So. Okay. Ist bestimmt wieder bei so einem Vibesbild. Verdammtes Handy. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Und ich hätte jetzt gedacht, dass er wieder das Drachenherz. Ja, genau, wusste, dass ich jetzt hier wieder aufnehme. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Wir haben ihn. Die Frau von dem untreuen Ehemann erzählen. Aber natürlich. Wirklich? Also aus dem mache ich Wolverine-Futter. Drachenherz, das ist die Stimme von Lila aus Futurama, du hast recht. Danke, junger Herr, für die Information. Oh mein Gott, sie kommt aus der Zukunft. So, zurück. Wir wollen jetzt ein bisschen Geld holen. Wie kann man denn sein Handy verlegen? Naja, ich habe meinen zum Glück immer in Reichweite. Zum Nachteil, wie man eben gerade gehört hat. Ach, laufen tut man auf Rechtsklick. Warum läuft man auf Rechtsklick, verdammt nochmal? Gut gemacht, Junge. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Oh. Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Hast du mehr Geld, gesprochen? Mehr Geld. Mehr. Ihr habt jetzt genug Geld für ein Geschenk für eure Schwester. Das Heldensymbol auf eurer Karte zeigt den Ort der Person, das Objekt oder des Ortes, wo ihr als nächstes hingehen solltet. Euer Hauptziel wird immer auf diese Weise angezeigt. Ich weiß jetzt schon auf jeden Fall, dass ich Fernkampf machen werde. Wieder Magie. Na gut. Fable ist ja zum Glück ein Allrounder-Spiel. Das heißt, macht sowieso alles. Aber ich werde hauptsächlich auf Fernkampf gehen. Zu eurem Glück habe ich diese Süßigkeiten noch. Schnell, gebt mir 3 Goldstücke und sie gehören euch. 3 Goldstücke? Ich falsche mit euch. 1 Goldstück und keins mehr. Junger Herr, sie gehören euch. Okay. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Pralinen. Wer kann derartigen Leckereien widerstehen? Schwesterchen. Oh Gott. Oh.
Lila aus Futurama macht immer nur aggressive Sprechrollen.